Arduino lernen mit dem Fritzing Starter Kit. Von und mit Stefan Herrmann. Heute sehen wir uns ein weiteres Bauteil aus dem Starter Kit an. Und zwar handelt es sich um die RGB-LED. Eine RGB-LED ist im Grunde genommen, sind im Grunde genommen drei LEDs in einem Gehäuse verbaut. Und diese drei LEDs teilen sich ein gemeinsames Beinchen. Da unterscheidet man, ob es ein gemeinsamer Plusanschluss ist, also die sogenannte Anode. So, hier in Fritzing kann man sehen, Common Anode bedeutet also eine gemeinsame Anode. Oder es gibt andere RGB-LEDs, die teilen sich den Minuspol sozusagen, das wäre dann Common Cathode oder gemeinsame Kathode. Die Beinchen von der LED, die sind alle ein bisschen unterschiedlich lang. Wenn man sich die LEDs aus dem Starter Kit ansieht, dann ist ein Bein besonders lang und das längste Bein ist auch dieser gemeinsame Pol, also in unserem Fall die gemeinsame Anode. So, dann gibt es zwei weitere Beinchen, die haben ungefähr die gleiche Länge und ein Beinchen ist noch ein bisschen kürzer. Das sind dann jeweils die, in unserem Fall die Minusseiten, also die Kathoden der einzelnen LEDs. Davon haben wir halt drei unterschiedliche, denn die RGB-LED, wie der Name natürlich sagt, hat eine grüne, eine rote und eine blaue LED eingebaut. RGB-LEDs unterscheiden sich auch durch die und durch eine unterschiedliche Pin-Order, also durch die unterschiedliche Pin-Belegung. Im Starter-Kit ist eine LED, die hat die Pin-Order RBG. Hier ist es schon eingestellt. RBG, das heißt, der erste Pin ist der rote Pin, der dritte Pin ist der blaue und der vierte Pin ist die grüne Kathode. In der schematischen Ansicht können wir uns das auch genauso ansehen. Wir haben also hier drei LEDs in diesem einen Gehäuse eingebaut. Eine rote, eine grüne, eine blaue. Und die sind alle zusammengeschlossen in dem gemeinsamen, an diesem gemeinsamen Pin, in der Common Anode. Und wir haben diese einzelnen Kathodenanschlüsse. Okay. Und jetzt wollen wir die aber auch mal benutzen. Und dafür stecke ich die jetzt einfach hier ins Breadboard irgendwo rein. Sagen wir hier. Und lasse jetzt die Beinchen natürlich mal alle einrasten, damit die auch hier eine Verbindung haben auf meinem Breadboard. Eins, zwei. Ups. Und drei. So. Und ich hole mir gleich mal ein Arduino raus. Wir wollen es mit Arduino steuern. Okay. So, gemeinsame Anode, das bedeutet jetzt für mich, ich lege jetzt hier grundsätzlich diese 5 Volt an dieses gemeinsame Beinchen. Ich packe das hier mal auf die Stromschiene. Und färbe das ein, damit man das hier gut nachvollziehen kann. Rot sind jetzt also 5 Volt plus. Und wir wissen ja, okay, das zweite Beinchen von der RGB-LED ist die Common Anode, also die gemeinsame Anode, und muss an den Plus angeschlossen werden. So, jetzt ist die LED schon mal mit Strom versorgt. Und wie bei einer normalen LED braucht natürlich hier jede einzelne Farbe einen eigenen Vorwiderstand. Also jede eigene eingebaute LED bekommt hier einen Vorwiderstand, 220 Ohm. Da eigentlich nicht jede Farbe den gleichen Vorwiderstand braucht, kann man auch ein bisschen experimentieren. Meistens ist es so, dass die rote LED ein bisschen einen anderen Vorwiderstand braucht, aber so, um jetzt das Prinzip zu verstehen, ist es okay, wenn alle den gleichen Vorwiderstand kriegen. Und ich will natürlich mit der RGB-LED nicht einfach nur rot anschalten und blau anschalten und grün anschalten, sondern ich will die halt ineinander mischen. Das heißt, ich möchte vielleicht 20% rot mischen mit 80% blau, um eine bestimmte andere Farbe zu bekommen. Das bedeutet, in unserem Fall macht es Sinn, wenn wir PWM-Kanäle benutzen. Denn
Wir erinnern uns, PWM-Kanäle kann man sozusagen, kann man die LED sozusagen dimmen. Okay, so, ich habe gesagt, das erste Beinchen ist bei meiner RGB-LED mit der Pin-Order rot, blau, grün, rot. Okay. Ich mache mal das Kabel hier vielleicht, aber orange, damit wir es nicht verwechseln mit dem roten hier. So, dann ist es ja hier die blaue LED. Und das hier ist der Anschluss für die grüne LED. Okay, so, das würde jetzt sozusagen reichen, um über Arduino unsere LED zu steuern. Ist mir jetzt so insgesamt noch ein bisschen zu wenig. Ich möchte also noch ein kleines bisschen Interaktion reinbringen und benutze dafür vielleicht ein Potentiometer. Also, ich möchte nachher das Potentiometer drehen und dabei soll die LED durch alle Farben durch scrollen sozusagen. Mein Potentiometer bekommt auf der einen Seite 5 Volt plus. Auf der anderen Seite muss es verbunden werden mit dem Ground. Okay, hier können wir sehen, in der Stromschiene hier ist ja noch gar kein Ground angeschlossen, muss ich also noch nachholen. Ich nehme mir den von hier zum Beispiel. Und das mittlere Beinchen vom Potentiometer verbinde ich mit dem Analog 0. So, wer sich nicht mehr genau daran erinnert, wie das mit dem Potentiometer funktioniert hat, kann sich gerne nochmal das Video ansehen. Analog Input oder wie benutze ich ein Potentiometer? So, das Kabel mache ich mal gelb. Kann man es nicht verwechseln. Und so sieht unsere Schaltung aus. Genau dieses Beispiel findet ihr auch in den Beispielen von Fritzing, hier unter dem Punkt Starter Kit, da wo alle Starter Kit Beispielschaltungen erstmal drin sind. Und das Beispiel nennt sich Color Fader. So, gucken wir uns mal an. Und da ist es genau gleich aufgebaut, ne? Und hier drin könnt ihr jetzt auch den Code dazu finden. So, das heißt, wenn ich raufdrücke, können wir hier sehen, okay, hier drin befindet sich der Arduino-Code für dieses Beispiel. So, noch ein kleiner Tipp für das Benutzen von der RGB-LED. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man ein Stück Papier einfach hier um diesen Glaskörper rumlegt. Dann mischen sich die Farben einfach besser. Okay, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Episode wurde ermöglicht von fritzing.org, der freien und offenen Software für Projektdokumentation, Austausch und Platinenlayout-Erstellung. Sieh dir auch unseren neuen Platinenherstellungsservice Fritzing Fab an. Mit dem Erwerb von Fritzing-Produkten unterstützt du aktiv die Entwicklung der Fritzing-Software. Für weitere Arduino-bezogene Fragen geh auf arduino.cc/forum. Vielen Dank.